So, ein herzliches Willkommen, hallo zu Let's Talk About Rift, ja. ich bin wieder euer Dexter, hier mit meinem Charakter Garan. Jetzt hat sich die Kamera wieder verstellt, so ein Dreck. Und ich habe einen Gast bei mir, bin hier nicht alleine. Und ja, stell dich doch mal vor. Ja, ich bin Sammy, aber auch genannt Hennessy im Spiel. Ja, ich spiele Magier, hauptsächlich DD. Und Ja. welche Rollen spielst du da? Also, was ist deine zurzeit bevorzugte Seelenkombination? Pyromant, Archon und als Zweitskillung Necro und Hexenmeister. Gut. Dann fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an. Von welchem Spiel kommst du? Also, was hast du vorher schon Rift, also vor Rift schon MMOs gespielt oder bist du da eher ein WoW, Neuanfänger? WoW. WoW. Ja. Und hast da wahrscheinlich auch aufgehört, wie viele, weil halt im Moment kein Content da ist. Nee, nicht deswegen. Das hatte andere Gründe. Rechnungssupporte. Achso, okay. Ja. Gehen wir nicht weiter drüber ein. Gehen wir nicht weiter drauf ein. Seit wann spielst du denn jetzt Rift? 2 Monate. 2 Monate. Ja. Juh. Und wie gefällt es dir so bis jetzt? Also in der kurzen Zeit kann man zwar noch nicht viel sagen, aber so an sich. Hast mehr Möglichkeiten. Man weiß nicht. Ich finde es viel gemeinschaftlicher als WoW einfach. Gemein, also jetzt von den Leuten jetzt her, oder? Auch, ja. Aber halt, man macht mehr zusammen. So. Also, Leute, die nicht in der Gilde zusammen sind. Ja. Also so einfach die allgemein, dass man halt das miteinander, dass man halt in Rift mehr in Gruppen zusammenspielt. Genau. Gut. Ja. Ja. Mal angenommen, zum Beispiel das Sofortabenteuer. Ja. Das ist eine gute Sache. Die Sofortabenteuer, die du mit 45 machen kannst. Genau. Genau. Also Sofortabenteuer müsst ihr euch so vorstellen, das sind ganz einfache, ne, Instanzen nicht. Man wird da halt einfach in ein bestimmtes Gebiet geportet mit einer Gruppe zusammen. Es ist egal, wie groß dieses ist. Also es kann ein kompletter Schlachtzug sein. Und ihr habt einfach mehrere Aufgaben, die ihr nacheinander abarbeitet. Wie zum Beispiel kill 40 Wölfe und sammle so und so viele Sachen auf. Es geht halt immer nach und nach und endet halt meistens je nach Gruppengröße mit einer riesengroßen Massenschlacht. Macht auch super viel Spaß. Man levelt dadurch sehr, sehr schnell. Und ja, man bekommt halt Belohnung, die man halt später braucht. Man kann auch zum Beispiel Reittiere oder sonstiges Zeug sammeln natürlich. Und gibt's da eigentlich schon was, was dir bei Rift so überhaupt nicht gefällt? Nee, bisher nicht. Also ich kann mich nicht beschweren. Bis jetzt so. Und wie weit bist du jetzt im Content, wenn man so mal schon fragen darf? Ja, nicht wirklich weit. Gar nicht weit, ehrlich gesagt. Also noch keine Raid-Erfahrung. Nee. Noch keine. Aber halt so Nee. schon Indies gemacht und die Ja. Chroniken hast du schon auch schon gemacht. Alle, ja. Chroniken, na. Also Chroniken sind halt, für viele, die es nicht wissen, sind halt Zwei-Spieler-Instanzen, sind halt so kleine Mini-Raids und wird halt eine kleine Geschichte erzählt und ihr haut halt ein paar Bosse um und könnt halt guten Loot sammeln und halt auch Marken, die man später für Equipment braucht. Fand ich zumindest, also ich habe ja schon mal einen Charakter gespielt, hab die Chroniken auch schon mal alle gespielt und ich fand's eigentlich super auch von der Atmosphäre und vom Spielspaß her. Ich weiß ja nicht, wie es dir gefällt. Ich find's in Ordnung, ist auch mal was anderes, zu zweit so eine kleine Indie zu rocken. Ha, jetzt sehe ich gerade, hier rennt so, gerade so ein dicker Zwerg ins Bild. Das ist natürlich nicht nett. Ey, geh mal. Na. Na, nicht babbeln. Ey. Steht hier uns die Show? Geht doch, Mensch. Scotty wird gerade gefeiert. So kann ich nicht, so kann ich nicht arbeiten hier. Ja, und was denkst du, was könnte man in Rift noch besser machen, dass es halt noch zu einem schöneren Spiel wird? Es fehlen Add-ons, kleine Tools, die einem helfen im Spiel. Ne, Addons gibt's ja schon. Es gibt ja sowas wie DPS-Meter oder. Ja, aber wenn ich mal an WoW denke, da gab es Ey! ja hunderte von Add-ons. Jetzt rennt hier schon wieder so ein dicker Zwerg durchs Bild. Sag mal. Mann!
Ah, es gibt's nicht. Heute, naja, erste Sendung, heute geht alles schief, ist oh, schönes. Irgendwie müssen wir mal gucken, dass ich das nächste Mal zu einer anderen Zeit mache hier. Mein Gott. Und ja, und zum Abschließenden, so als abschließende Frage, würdest du Rift jetzt einfach mal weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Also, eigentlich bist du jetzt vollkommen glücklich, oder? Ja, ich kann mich nicht beschweren, wie gesagt. Als Fazit. Gut. Gut, liebe Leute, das war's auch schon mit der ersten Folge. Let's talk about Rift. Ja, wir haben halt noch nicht viel jetzt gemacht. Das ist halt wirklich nur so ein kleiner Anlauf von einem neuen Projekt. Ich denke mal, so einmal die Woche wird das kommen. Natürlich auch mit verschiedenen Gästen und auch mit verschiedenen Themen. Aber es war einfach nur mal so ein Pilotprojekt und einfach mal gucken, wie es euch gefällt. Wenn es euch gefällt, meldet euch einfach. Wir sind auf dem Server Brut, Mutter beheimatet. Charaktername ist Garan, falls ihr mal Interesse habt, bei der Show mitzumachen. Jo, möchtest du noch jemanden grüßen, Hennessy, oder willst du hier nur so schnell wie möglich weg? Nee, ich wusste nicht wohin. Okay. Hopp. So. Und da ist er auch schon weg. Ich muss weg. Aber er traut sich doch nochmal. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Trotz komischen Zwergen, die hier durchs Bild gerannt sind und konfusen Kamerafahrten und springenden Magiern. Und ich danke dir natürlich sehr doll, Hennessy, dass du bei der ersten Show dabei warst. Und ich sag tschüss, macht's gut, bis Gerne. bald, ciao. So, als Abschluss haben wir noch gedacht, wir machen noch eine kleine Wette, wir springen vom Turm. Und wer stirbt, muss ein Platin in die Gildenbank packen. Okay, 3, 2, 1, los. Okay, das macht 2 Platin für die Gildenbank. Alles klar, wir sind raus. Ciao.